Eigentlich sieht es doch gar nicht so schlecht aus in Amerika. Zumindest der S&P 500 hier als Future dargestellt, ES, das Kürzel davon, im Juni-Kontrakt. Also bitte nicht wundern. Aber wir sehen schon, das sieht doch gar nicht so übel aus. Hier im 4-Stunden-Chart haben wir so ein bisschen den Überblick. Jawohl, alles safe. Und der 5-Minuten-Anzeiger bestätigt das ja quasi. Also zur Eröffnung nochmal das Ganze nach oben geschossen. Also wir sind schon fast wieder auf den jüngsten Allzeithochs. Und die waren ja höher als das, was wir kurz vorher hatten. Ihr seht, also die schlechte Stimmung scheint erstmal wie weggeblasen. Ist das also jetzt eine Ansage, dass es jetzt also gar nicht mehr nach unten gehen kann? Nein, noch ist die Kuh nicht ganz vom Eis. Es ist noch denkbar. Allerdings viel weiter sollte es dann nicht unbedingt mehr steigen, idealerweise zumindest mal, dass das nur so eine ABC-Korrektur ist und anschließend das nochmal passiert. Ich will das nicht beschreien, aber haltet das in Erinnerung, dass sowas passieren kann. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Ich hatte am Wochenende ja ein übergeordnetes Video gezeigt, also habt ihr vielleicht ja gesehen mit dem übergeordneten Blick auf die Märkte. Deshalb will ich das nicht nochmal an dieser Stelle extrem breit treten, aber für all diejenigen, die jetzt optimistisch sind und sagen, Mensch, hier, das sieht doch so klasse aus. Ich will kein Unkenrufer sein und ich rufe auch nicht für Shorts auf, um Himmels Willen. Aber ein Bild, wie ich es hier eingezeichnet habe, dass wir hier eine Korrektur haben, ABC runter, ABC nach oben, nochmal einmal schnell nach unten, das ist nichts Außergewöhnliches. Behaltet das im Hinterkopf, dass das passieren kann. Warum soll man sich solche Sachen im Hinterkopf behalten? Damit ihr eure entsprechende Risikoabsicherung, die ganze Dimensionierung eurer Trades, dass das dem Rechnung trägt, denn das kann man noch nicht ausschließen. Allerdings, solange der Kurs nach oben strebt und nach unten eher korrektiv unterwegs ist, sieht die Welt doch ganz gut aus. Beim DAX-Index beispielsweise hatten wir das jetzt jüngst. Guckt euch das mal an. Hier so im 15-Minuten-Chart, das war nochmal so dieser letzte Aufwärtsschub und das Ganze hat sich ja heute erstmal bestätigt, anschließend dann doch ganz schön wackelig hier nach unten und das lässt zumindest hoffen, dass der Kurs zumindest noch ein wenig nach oben geht, das ist grob Orientierung, zumindest erstmal das als so einen kleinen Entfernungsmesser. Ich weiß, das ist für viele viel zu klein, um es zu traden, aber ich weiß, es gibt einige unter euch, die eben auch ein bisschen aktiv sind auf den kleineren Zeitebenen und genau auf der Suche sind nach solchen Bewegungen. Also das geht ohne weiteres. Was ein bisschen eigenartig ist und nicht ganz so hübsch ist, dass der Kurs hier doch nicht die ganz so dynamische Wegrichtung einschlägt, sondern hier so ein bisschen in das Langeweile-Niveau hier wegzukippen scheint. Aber vielleicht trägt das genau dem Rechnung, dass die Amerikaner eben aktuell ja, an dieser Entscheidungskiste sind, auch hier der Dow Jones nochmal, dass vielleicht dann eben dieser letzte Abschwung nochmal passiert. Gucken wir auf den Nasdaq ebenfalls nochmal. Dort sieht es grundsätzlich erstmal ziemlich ähnlich aus. Auch hier, auch wenn wir hier noch nicht in der Nähe dieser Hochmarken sind, also das noch offensichtlich kein Thema ist, das ist noch nicht unbedingt notwendigerweise das Ende der Korrektur. Haltet im Auge irgendwas ähnlich Dimensioniertes. Das muss nicht die gleichen Marken erreichen hier vom Ausmaß, aber irgendwie, dass man nachher sagen kann, ah, okay, die passen halt zusammen. Das mag der Markt gerne, solche Symmetrien, wenn man sagen kann, okay, die gehören halt irgendwie ja, in die gleiche Liga, wie ich immer sage. Und dementsprechend bin ich noch nicht so super glücklich mit der Long-Seite im Sinne von, das wird nichts mehr auf der Abwärtsseite. Ich glaube, das ist noch zu früh. Allerdings im Moment, wie gesagt, gibt es da noch nicht wirklich viel zu maulen und deshalb will ich das Video an dieser Stelle auch erstmal beenden. Wenn sich da was ändert, dann gebe ich leider natürlich nicht auf diesem Kanal, so schnell kann ich das dann immer nicht machen, aber doch immer wieder Feedback auf das Smartphone. Wenn ihr da mitmachen wollt, meldet euch an bei Born for Trading. Dann habt ihr die Gelegenheit, euch solche Nachrichten eben schicken zu lassen. Dann kriegt ihr mit, wenn da irgendwie was ist, was ich besonders attraktiv finde. Natürlich kann ich nicht auf alle Sachen aufmerksam machen, aber doch immer wieder und regelmäßig. Deshalb schaut euch das sehr gerne mal an. Ansonsten bleibt mir noch, euch den Trade des Tages zu empfehlen. Auch da anmelden ist es kostenfrei. Dort stellen wir immer wieder Trades vor mit ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Also wenn ihr auch daran Spaß und Lust habt, dort eben schnell anmelden. Und dann werdet ihr informiert, wenn es da was Neues gibt. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.